Hallo, ich bin's nochmal, der Antolin. Es gibt noch Fragen? Ihr wollt wissen, wie man nach dem Quiz zu Antolin Wissen suchen kann? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mit der erweiterten Suche oder mit der einfachen Suche und dann das Suchergebnis verfeinern. Ich zeig euch das. Und los geht's! Wenn ihr gezielter nach diesem Quiz suchen wollt, dann ruft ihr am besten die erweiterte Suche auf. Ihr könnt hier zum Beispiel eine oder auch mehrere Klassenstufen auswählen und zusätzlich solltet ihr die Suche auf Antolin Wissen begrenzen, indem ihr hier ein Häkchen setzt, sonst werden euch viel zu viele Quiz angezeigt. Hier in der erweiterten Suche habt ihr aber auch die Möglichkeit, die übergeordneten Themengebiete wie Tiere und Pflanzen nochmal einzugrenzen, indem ihr ein Unterthema auswählt. Oder ihr tippt ein Stichwort ein und nicht vergessen, auch hier das Häkchen setzen. Und jetzt starten wir mal die Suche. Und da sind sie auch schon. Die Wissensquiz erkennt ihr übrigens immer hier an dieser Kappe. Die Bedeutung der Kappen bei all unseren anderen Quiz, die kennt ihr doch, oder? Falls nicht, dann könnt ihr hier unter Was weiß ich über nachsehen. Dort findet ihr viele Infos. Und jetzt gibt es, wie gesagt, diese neue Kappe für Antolin Wissen. Diese beiden Quiz könnt ihr auch noch über einen anderen Weg finden, nämlich über die einfache Suche hier oben. Wenn wir hier unser Stichwort eintippen, werden im Suchergebnis alle Quiz angezeigt, die wir dazu haben. Das sind wieder viel zu viele. Wir wollen daher auch hier nur die Quiz zu Antolin Wissen sehen. Dazu öffnen wir Suche verfeinern. Hier kann man immer sehr schön sehen, was im Suchergebnis enthalten ist. In unserem Fall sind Quiz zu allen Klassen und fast zu allen Kappen enthalten. Daher entfernen wir nun die Häkchen bei der roten Kappe und bei der blauen Kappe, sodass nur noch Antolin Wissen übrig bleibt. Und sofort sieht man, dass die verbliebenen Antolin Wissensquiz für die dritte und vierte Klasse sind. Diese Quiz lassen wir uns jetzt anzeigen. Hier seht ihr auch schon die beiden Quiz. Das eine für die dritte Klasse und das andere für die vierte Klasse. Über diesen Weg kommt man also zum gleichen Ergebnis. Und nun versucht es selbst. Viel Spaß dabei! Tschüss!